Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Video der MyTeam-Karriere. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt. Und wir sind in den Niederlanden. Eine wunderschöne Strecke dieses Jahr. Warum nur dieses Jahr? Weil wir tatsächlich Downforce haben. Und die Strecke eigentlich eine Full-Downforce-Strecke ist. Und in den letzten, zumindest beim letzten Spiel, naja, da hatten wir nicht wirklich Downforce. Von dem wir hier kurz lupfen, Vollgas, darauf vertrauen, dass das Auto nicht abfliegt. Hier relativ späten Apex wählen, früh aufs Gas. Ebenfalls wie hier, späten Apex wählen und raus beschleunigen. Da habe ich mich jetzt verschalten. Hui. Naja, die DRS-Zone wurde weiter nach vorne verlegt. Ich erinnere mich. Ah, 12., 13., 14. Na, die anderen Teams fahren mit ein bisschen weniger Downforce, aber irgendwie auch nicht. Naja, 14. ist es. Mal gucken, ob wir in die Punkte dieses Rennen überhaupt kommen. Ja, wir haben es tatsächlich nur auf 14 geschafft. Mal gucken, wer vorne ist. Ist George Russell im Mercedes 2,5 Zehntel schneller als Verstappen. Wow, das ist aber echt eine starke Zeit. Eine 1,7er Zeit vor allem. Ja, Verstappen auf 2, ne, Home Hero auf jeden Fall. Dann Perez 3. Beiden Ferraris auf 4 und 5. Und dann kommt schon wieder Hamilton. Hamilton ist von der Pace ein bisschen echt langsamer geworden wieder, was mich ein bisschen überrascht. Alonso auf 7, dann haben wir Norris auf 8. Bottas auf 9 und dann kommt Ocon. Ja, unsere Wenigkeit logischerweise auf 14 und Yuri auf 19. Naja, ich glaube, dieses Ziel wird jetzt auf jeden Fall sein, für dieses Rennen Punkte zu holen. Und ich stelle mir das ganz schön schwer vor, in die Top 10 zu fahren, weil die Jungs sehen echt schnell aus. So Leute, da wir außerhalb der Top 10 sind, richtig, fahren wir auch die Alternativstrategie. 13 Runden Mediums, 12 Runden Softs. Naja, eigentlich bleibe ich eine Runde länger draußen, weil die Softs sind, sollte 12 Runden gehen. Mal gucken, wenn Yuri Soft dabei hat, wird er wahrscheinlich auch eine Runde früher reingehen. Ich bin gespannt. Ey, ich glaube, Punkte werden jetzt in den Niederlanden echt schwierig für uns. Mal gucken, aber lasst uns das mal rausfinden. So, auf einen guten Start. Oh, by the way, sind wir jetzt 12. Wurden ein paar Leute wahrscheinlich strafversetzt. Nice. Welche neuen Motorkomponenten geholt. Okay, somit sind wir schon mal auf, ja, kurzzeitig P10 gewesen. So, schön Hülkenberg außen angegriffen. Der hoffentlich jetzt zurücksteckt. Ja, tut er. Oh mein Gott. Ja. Ich will jetzt nicht so sehr mit Hülkenberg eigentlich fighten. Ich will nicht den Anschluss zu Russell und Gasly und Bottas verlieren. Aber Russell wurde anscheinend auch strafversetzt, so wie es aussieht. Weil der hatte ja die Pole Position. Ja. Gute erste Runde zum Glück für uns. Aktuell Top 10. Ich hoffe, ich musste nicht allzu sehr verteidigen. Und das ERS-Management wird wahrscheinlich auch schwerer sein. Okay, you're in the top 10. Da kommt Hülkenberg. Ja, Russell ist neben Gasly. Immer noch side by side die beiden. Oh, auch Hamilton hat neue Komponenten genommen. Und da ist vorbei Russell an Gasly. Solange wir im DRS-Fenster von Gasly sind, mache ich mir da eh keine Sorgen.
noch der einzige auf Mediums hier vorne. Ich darf nur nicht den Anschluss zu Gasly verlieren. Sonst habe ich ein Problem. Oh, Hamilton greift Hülkenberg an. Da ist Hamilton gleich vorbei an Hülkenberg. Ja, noch kann sich Hülkenberg verteidigen. Ne, jetzt ist Hamilton vorbei. Oder ne, immer noch Side by Side. Uiuiui. Ah ja, und das darf nicht passieren. Wir hatten gerade Dreck auf dem linken Reifen. Wenn ihr da Dreck habt, ihr habt so brutales Untersteuern. Das wollt ihr nicht haben. Vor allem ich jetzt nicht mit Medium, will ich das erst recht nicht haben. Weil das tut weh. Okay, mittlerweile ist auch Russell an Bottas vorbei. Oh, Hamilton greift mich an. Mediums sind gerade gar nicht geil zu fahren. To be honest. Guck mal, ob ich einfach an Hamilton dranbleiben kann. Und vielleicht näher an Gasly oder so rankommen. Oh, Hamilton greift Gasly an. Hamilton ist so schnell gerade aktuell. Ich brauche die ganze Zeit untersteuern, die Kurve, ne? Das ist so eklig. So, sind an Gasly vorbei. War ein sehr mutiger Move von mir. Aber der musste jetzt sein. Da musste ich jetzt meinen Vorteil ausspielen, sonst fahren wir die ganze Zeit im DRS hinterher. Auch direkt damit wurde ich fast bestraft, dass ich das DRS verloren habe zu den Leuten hier. Ob sich das Ganze jetzt gegen angreifen kann. Nein, kann er nicht gut. Vorne geht jetzt Hamilton wahrscheinlich an Bottas vorbei. Alonso vorne hat einen Fehler gehabt, dadurch hat Bottas gebremst, da konnte ich jetzt einfach innen durchschlüpfen. Sehr schön. Ist auch schön zu sehen, dass die KI auch mal Fehler macht. Noch ein weiteres Pluspunktchen für F1 23. Die KI macht actually auch mal wirklich Fehler. Und nicht nur geskriptet, wenn du in der Nähe bist. Aktuell 9. Muss aber auch sagen, glücklicherweise bin ich im DRS Train so ein bisschen von den Leuten hier. Ich habe absolut keine Pace auf der Strecke. Vor allem mit dem Auto nicht. So, Hamilton geht an Norris vorbei. Wir gehen hier einfach mal free wide rein. Oh, Hamilton mit dem Fehler. Schlüpfe ich natürlich durch. So, jetzt sind wir direkt hinter Alonso. Wie sah ich meine Reifenabnutzung aus? Boah, ist okay eigentlich. Temperaturtechnisch sieht es auch okay aus, 104 Grad hinten links.
Der Körper tut mich ein bisschen immer aushebeln. Ja, da wird mich jetzt Hamilton wieder angreifen. Der ist so viel schneller. Ja, wir können tatsächlich gegenhalten. Nice. Das Auto verloren. Eieiei. So, jetzt ist die Frage, können wir gegen Hamilton anhalten oder geht der rein? Oh, die gehen rein. Okay. Ja, ich gehe mal stark von aus, dass Hamilton uns undercutten wird. Weil der einfach gerade auf einem anderen Level unterwegs ist. Okay, warum geht Yuri nicht rein? Warum ist Yuri hinter mir Fünfter? Wehe, der geht jetzt mit mir rein. Das ist wieder ein Kritikpunkt an... an mein Team, ey. So, Box, 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 Box. Auf geht's. Okay, Perez is stopping now. Okay, und? Natürlich geht Yuri mit mir rein. Ach Mann, ey. Ja, Yuri sollte nicht in den Pits sein. Ah Mann. Okay, off we go. Back into the race. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Mann, tatsächlich haben Bottas, also Norris, Hamilton und Bottas haben mich geundercuttet. Ich hoffe, dass jetzt in den Soft Pace drin ist, nach vorne wieder anzuknüpfen. Wir haben jetzt schon Betriebstemperatur, die Runde ist noch nicht mal zu Ende. Komm schon, wir müssen jetzt an Bottas ran. Und das pronto. Oh, wir haben auch kein ERS mehr. Ich habe mein ERS auch verbraucht. Ja, jetzt greift mich Ocon an. Das wird wahrscheinlich... Dammit, ich glaube, ich werde nicht mehr Bottas kriegen. Oder? Weil ich habe auch kein ERS. Oh, die Softs fühlen sich hier so schön an. Zumindest habe ich jetzt Ocon aus dem DRS raus. Vielleicht können wir doch Bottas kriegen, weil Bottas keinen DRS mehr von Hamilton hat. Ein bisschen recovered haben wir auch. Zwar nicht viel, aber immerhin ein bisschen was. Und wir kommen näher an Bottas. So, wir sind dran an Bottas. Das ist die schnelle Rechte, dürften wir auch gut hinbekommen.
Nice. Das war jetzt wichtig, das DRS. Puh. Müssen wir nur gucken, ob... Ja, hoffentlich jetzt nicht Bottas verlieren wieder. Norris kann sich auch nicht im DRS von Hamilton halten. Ob wir Norris kriegen, weiß ich nicht, aber ich werde alles dafür tun, um es zumindest mal zu probieren. Wie sehen die Temperaturen aus? Sehr gut sogar. Der Verschleiß auch. Ich will auf jeden Fall warten. Auf die andere DRS gerade, nicht hier. Hier ist dumm. Wir haben aber 4% Differenz. Die Vorderachse ist mehr belastet als die Hinterachse. Na gut, wahrscheinlich wegen den ganzen schnellen Kurven. Logischerweise. Ob ich ohne ERS-Einsatz vorbeikomme. Weil ERS hat hier echt... So, ich bin trotzdem die Innenbahn. Hallo Bottas, nicht rüberziehen. Bottas jetzt gerade verzweifelt versucht hat, mich aufzuhalten. So, jetzt ist die Frage. Kriege ich Bottas aus dem DRS raus? Okay, keep an eye on that gap ahead, please. Und schaffe ich es, Norris zu kriegen. Two tens per lap ist nicht genug. Wir haben eine Yellow Flag. Oscar Piastri. Es gibt keinen Safety Car. Steht er nicht auf der schnellen rechts? Doch, der steht auf der schnellen rechts. Okay. Noch nicht mal ein VSC. So, Leute. Wir gehen die letzte Runde rein. Ich habe jetzt wirklich die letzten Runden versucht, Norris zu catchen, aber... Er war kurzzeitig bei 2,8 Sekunden, wenn ich erinnere vorhin. Dann hat er irgendwie angefangen, die Pace aufzuschrauben. Ich konnte leider nicht dazu irgendwie was gewinnen. Ich gewinne jetzt ein bisschen auf ihn. Aber jetzt ist mein Tire Drop-Off so krass. Die Mediums sind jetzt leider schneller. Oder werden jetzt schneller. Ach, schade. Ich habe alles gegeben. Ich meine, dafür, dass wir von 14 gestartet sind. Naja, dann im Rennen 6, auf 12. Kann ich mich mit P8 eigentlich zufrieden geben. Immerhin vor den beiden Aston Martins. Was ja gut ist. Ja? Also wir sind ja direkt mit denen im Kampf auch. Und jeder Punkt, den die nicht erreichen, ist ein besserer Punkt. Alonso ist eh der Einzige, der gerade punktet. Stroll ist weit weg. Mein Teamkollege ja auch. Aber hey, die Runde habe ich jetzt wirklich geschwitzt. Also ERS-Management unfassbar schwer. Reifenmanagement unfassbar schwer. Uff, also Niederlande tut auf jeden Fall einiges von mir abverlangen. Krass. Boah, Leute. P8. Puh. Das war wirklich ein anstrengendes Rennen. Es hat wirklich sehr viel von mir abverlangt. Eine 10-8 habe ich geschafft mit den Softs. Ey, die Mercedes waren ja mal so unfassbar schnell unterwegs. Also Russell ist ja relativ fix nach vorne gekommen. Guck mal, der ist von 10 auf 3 gefahren. Echt, echt stark. Ja, Alonso, wir konnten uns vor Alonso behaupten, Norris war auch echt gut unterwegs. Hat zwar eine Position verloren, aber
Naja, 2 Punkte mehr gepunktet als ich. Von dem her ist das halt schon krass. Unser Teamkollege ist tatsächlich von 18 auf 19 gedroppt, was mir gar nicht passt. Aber hey, it is what it is. Ich bin trotzdem mit der Gesamtleistung zufrieden. 4 Pünktchen auf unserem Konto ist besser als null. Ja, in der Fahrermeisterschaft hat sich ein bisschen was getan. Verstappen natürlich der besser punktet als Perez. Ist jetzt ein Punkt hinter Perez. Also die Red Bulls geben sich richtig hart da vorne. Ja, Russell kommt halt auch ein bisschen ran, aber ich denke mal nicht, dass Russell in dem Weltmeisterfight irgendwie zwischen noch kommen kann. Ja, Sainz und Leclerc. Leclerc hat uns jetzt tatsächlich überholt. Logischerweise, wenn er die ganze Zeit besser punktet als wir. 16 Punkte trennt uns da leider. Ob ich nochmal vor Leclerc komme, who knows? Ja, Hamilton kommt natürlich auch jetzt näher ran, wenn der weiterhin auch die Pace hält, die er jetzt gerade hat. Im letzten Rennen Spa war er nirgendwo. Alonso ist immer noch gut weg von uns, 70 Punkte. Also von dem her, da mache ich mir erstmal keine Gedanken. KWM-technisch, ja gut, ne? Sind wir eh immer noch vor Aston Martin. Mal gucken, wie sich das in den anderen Rennen entwickeln wird. Aber Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo raushauen, um keine weiteren Folgen von mir zu verpassen. Und wir sehen uns ganz, ganz bald. Und zwar morgen. Peace out.